Hallöchen zum Break-Even-Point. Auch so ein Thema, das ich echt feier, aber wahrscheinlich muss ich das, alleine berufsbedingt. Egal, wir fangen an. Also, worum geht's? Dieses Mal starte ich mit einem Koordinatensystem. Wir haben auf der X-Achse den Absatz in Stück, also wie viele Produkte haben wir verkauft. Und wir haben Umsatz und Kosten in Euro auf der Y-Achse. Wenn wir uns jetzt den Umsatz mal an sich anschauen, also Umsatz ist ja das, was wir einnehmen, das ganze Geld. Startet bei 0, weil wenn ich einen Absatz von 0 habe, also nichts verkauft, dann habe ich auch nichts eingenommen. Und je mehr ich verkaufe, desto höher geht's. Sollte klar sein. Dann die Gesamtkosten, also fixe und variable Kosten. Da ist es so, dass die hoffentlich nicht so steil laufen wie der Umsatz, sonst holen die den Umsatz nie ein und ich mache einfach nur ständig Verlust. Also die müssen flacher laufen. Und ganz wichtig, die starten nicht bei 0, sondern die starten bei der Höhe der Fixkosten. Weil ich die Fixkosten ja immer habe. Wenn ich jetzt 10.000 Euro fixe Kosten habe, dann ist es egal, selbst wenn ich null Absatz habe, also nichts produziere, habe ich trotzdem 10.000 Euro Kosten. Deshalb starten die etwas erhöht. So, und dann gibt es eben diesen Schnittpunkt. Und das ist mein Break-Even-Point. Genau dort, wo sich Umsatz und Kosten schneiden, da habe ich jetzt den Break-Even-Point. Das heißt, da ist mein Gewinn und mein Verlust ist gleich null. Also hier sind meine Kosten, meine Ausgaben für die Produkte genauso hoch wie meine Einnahmen und umgekehrt. Also ich habe weder Gewinn noch Verlust. Umgekehrt bedeutet das natürlich dann, dass ich unterhalb von diesem Punkt habe ich eine Verlustzone, weil meine Gesamtkosten sind höher als mein Umsatz, meine Einnahmen. Oder rechts davon habe ich eine Gewinnzone, weil ich habe jetzt mehr Umsatz, als ich Gesamtkosten habe, also bleibt Geld hängen. Und wenn ich das verstanden habe, dann ist es gar nicht mehr so weit bis zur Berechnung vom Break-Even-Point und das schauen wir uns jetzt an. Ich habe hier eine kleine erste Formel, das ist so die Grundsatzformel, nämlich Umsatz gleich Kosten. Jetzt schauen wir uns an, dieser Umsatz, wie berechnet sich der? Also wie finde ich raus, wie viel Geld habe ich eingenommen? Ziemlich einfach, und zwar mein Stückpreis des Produkts mal meine verkaufte Menge. Also wenn ich 5 Kaugummi für 1 Euro verkaufe, dann mache ich 1 Euro mal 5 Stück, dann habe ich 5 Euro. Na, sollte klar sein. Meine Kosten setzen sich immer aus fixen und variablen Kosten zusammen. Ich habe einmal die Fixkosten plus meine variablen Stückkosten mal die Menge. Also wenn mich der Kaugummi 30 Cent kostet und ich verkaufe 5 Stück, dann muss ich das natürlich mal nehmen, dann habe ich variable Stückkosten von 1,50 Euro. Und jetzt machen wir einfach mal ein Beispiel. Nicht mit Kaugummis, sondern mit Smartphones. Und zwar im Monat Juni haben wir 50 Smartphones zu einem Preis von 550 Euro pro Stück verkauft. Die Fixkosten beliefen sich auf 2.500 Euro. Die variablen Stückkosten lagen bei 300 Euro. Berechnen Sie den Break-Even-Point. Ich habe jetzt gedacht, wir machen zuerst einmal den Umsatz. Also, wenn ich jetzt den Umsatz berechne, dann wären das anhand der Formel oben 550 Euro habe ich ein Stück verkauft von diesen Smartphones. 50 habe ich verkauft, sind 27.500 Euro. Meine Kosten, 2.500 Euro waren fix, plus pro Stück 300 Euro, also 300 Euro mal 50 Stück, dann komme ich auf eine Gesamtsumme von 17.500 Euro. Das sind einerseits ist das mein gesamter Umsatz und meine gesamten Kosten und wer das noch subtrahieren will voneinander, weiß dann, okay, 10.000 Euro habe ich hier Gewinn. Darauf wollen wir eigentlich gar nicht raus, sondern wir wollen ja den Break-Even-Point. Also bei welcher Menge ist der Umsatz gleich den Kosten? Jetzt nehme ich die zwei Formeln und setze die gleich. Das heißt, wenn ich die beiden Formeln gleichsetze, meine Formel für den Umsatz ist nun 550 Euro mal, und jetzt eben nicht 50 Stück, weil da habe ich ja einen Gewinn, ich will die Menge rausfinden, also setze ich diese 50 Stück gar nicht ein, sondern setze dafür das X. Das möchte ich ja berechnen. Ich möchte die Menge berechnen. Also 550 Euro mal die Menge X ist gleich meine Kosten, also mal 2.500 Euro, das sind die Fixkosten, plus 300 Euro mal, und hier wieder ein X für die Menge, also mal X. Was ich jetzt sofort sehe, ist, ich habe überall den Euro-Betrag drin oder diesen Euro-Wert-Symbol. Wenn es überall drin ist, kann ich es auch einfach überall wegstreichen. Das heißt, mein nächster Step ist nun, ich muss die x auf eine Seite bringen. Also mache ich hier minus 300x. Wenn ich das gemacht habe, dann bleiben mir auf der linken Seite 250x.
ergibt dann die 2500 Euro, die noch übrig sind. Und wenn ich jetzt, beziehungsweise die 2500, weil ich habe ja alle Euro gestrichen, und wenn ich jetzt noch geteilt durch 250 mache, damit ich weiß, wie viel ist ein X, dann komme ich auf 10 Stück. Und dann weiß ich, mein Break-Even-Point, dort wo mein Umsatz genauso hoch ist wie meine Kosten, liegt bei 10 Stück. Das ist die ganze Rechnung. Ich kann alternativ das Ganze noch auf eine andere Art und Weise berechnen. Und zwar ist jetzt das gleiche Beispiel. Ich kann jetzt also sagen, ich berechne meinen Stückdeckungsbeitrag. Kann sein, ich habe in der Aufgabe den Stückdeckungsbeitrag bereits berechnet. Ist auch hier relativ einfach. Und zwar habe ich 550 Euro, die ich einnehme pro Smartphone, minus 300 Euro, die ich variable Stückkosten habe. Dann komme ich auf 250 Euro. Das ist mein Stückdeckungsbeitrag. Das heißt, 250 Euro bleiben uns also pro Smartphone übrig, um die Fixkosten zu decken. Jetzt kann ich natürlich schauen, wie viele Produkte müssen wir also verkaufen, damit die Fixkosten gedeckt sind. Ich habe 2500 Euro Fixkosten, 250 Euro habe ich Deckungsbeitrag pro Stück. Wenn ich die durcheinander teile, erhalte ich natürlich wieder die 10 Stück. Das heißt, so kann ich natürlich auch rechnen mit meinem Stückdeckungsbeitrag, dann habe ich die variablen Kosten schon abgezogen. Und kann dann sagen, ich brauche 10 Stück, damit meine Fixkosten gedeckt sind. Dann komme ich auch wieder auf 10 Stück, damit mein Umsatz gleich meinen Kosten ist und ich keinen Gewinn und keinen Verlust habe. Heißt also, bei 10 verkauften Smartphones, egal wie ich es rechne, nehmen wir genauso viel Geld ein, wie wir Kosten verursacht haben. Und das genau ist mein Break-Even-Point. Und das war's. Das ist die ganze Rechnung. Für welche Art und Weise ihr euch entscheidet, ist euch überlassen. Ihr kommt beides mal aufs gleiche Ergebnis. Ich hoffe, das war einleuchtend. Falls nicht, lasst mich wissen und ich wünsche euch weiterhin viel Erfolg.